Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda mit mir, Wolfram Kabit. Und ja, es geht schon gut los. Mein Aufnahmeprogramm sagt mir schon wieder Codierungsüberlastung. Ich hoffe, das pendelt sich wieder ein. Ja, was wollten wir tun? Leben ins Grenzgebiet und die Reisen nach Meridian befindet sich beides auf der Nexus. Das heißt, wir werden jetzt die Quest des Grenzgebiets abgeben und werden danach die Reise nach Meridian starten. Dann, ja, sollten wir eigentlich schon diese Folge damit anfangen, ne? Hey, auf den Nexus. Ich finde, wir stechen ja ein bisschen, oder sagen wir mal, gewollt sehr heraus mit unserer rot-schwarzen Uniform. zur Kommandozentrale, bitte. Die Kroganer kehren nach ihrer aufsehenerregenden Abspaltung auf die Nexus zurück. Die Kroganer wurden wieder in der Initiative willkommen geheißen, nachdem ihre Forderung nach Gleichberechtigung akzeptiert wurde. Die Clan-Anführerin Lakmor Morda zeigte sich erfreut über die Unterstützung und Ressourcen. Achso, wir müssen nach oben, stimmt ja. Unsere Moral zu stärken. Das wurde ja auch Zeit. Das mit den aktuellen die Arche der Asari. Da. Edison. Ich weiß, weshalb Sie hier sind. Yale hat mich gewarnt, dass Sie mich aufsuchen würden. Ich hatte gehofft, dieser Fehler würde nie ans Licht kommen. Aber Helios neigt nun mal dazu, unsere Hoffnungen zu zerstören. Wurden die drei Säbel ausgeschaltet, Pathfinder? Das macht ihre Taten nicht ungeschehen und ja, Erstes, ich mag die nur nicht so. Nur weil sie tot sind, heißt das nicht, dass ihr Verhalten richtig war. Das ist mir bewusst, Bryder. Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und andere mussten dafür bezahlen. Aber es ist vorbei. Und soweit es die Allgemeinheit betrifft, haben die drei Säbel auf eigene Faust gehandelt. Aber das stimmt nicht, oder? Hey, Ryder. Wer zum Teufel ist das? Sid hat mich erst auf die Spur gebracht, Vetras Schwester. Nehmen wir denn da? Nehmen wir die drei. Das ist Sid. Ohne ihre Instinkte wäre ich dieser Sache niemals nachgegangen. Ich schätze gute Instinkte. Allerdings nicht in diesem Fall. Ich hatte recht, nicht wahr? Die drei Säbel hatten wirklich Hilfe von jemandem auf der Nexus. Ja, und es war ein Fehler. Wir haben eine Vorgehensweise genehmigt, die Leben gekostet hat. Aber wie gesagt, es ist vorbei. Sie müssen es den Leuten erzählen. Wenn man einen Fehler macht, muss man auch dazu stehen, richtig? Und wem würde das etwas nützen? Es könnte unseren Beziehungen mit den Angara schaden. Oder einen weiteren Aufstand auslösen. Aber es wäre die Wahrheit. Ryder, wenn Sie ihr diese Lüge durchgehen lassen, was dürfen unsere Anführer dann noch alles geheim halten? Wir brauchen keine diplomatischen Ratschläge von einem Teenager. Sid hat aber recht. Bei allem Respekt, Direktor. Sid hat recht. Transparenz ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen. Die Leute müssen wissen, dass sie uns vertrauen können, selbst wenn wir mal Mist bauen. Ich sorge dafür, dass die Leute davon erfahren. Pathfinder, Sie machen einen Fehler. Mag sein, aber ich bin zumindest bereit, es zuzugeben. Gut, das hat man geschafft. Jetzt können wir... Machen wir jetzt noch was Neues? Nö, die sind leer, ne? Gut, Verbündete in Beziehung, da dürfte nur genau das da sein. Priorisierte Reise nach Meridian. Müssen wir da hin? Wahrscheinlich wieder komplett zurück, so wie ich das kenne, ne? Oh, ich glaube, wir müssen zu Direktor Tan. Kann das sein? Ja, wir müssen zu Tan. Oder Tan. Hallo. Sie warten auf Sie. Sehen Sie sich vor. Ryders Entscheidung, diese Kroganer zu retten, war rein emotional. Sie dachte dabei an Sie.
Ryder weiß selbst, was sie tut. Geben Sie einfach zu, dass Sie die Kroganer nicht mögen. Der Pathfinder. Ryder, wir haben gerade über Ihre Begegnung mit dem Archon gesprochen. Tja, es tut mir leid wegen der Salarianer. Ich habe getan, was ich tun musste. Ja, es tut mir schon leid. Ich musste tatsächlich einige Salarianer zurücklassen, Direktor Ten. Und das tut mir leid. Ich verstehe. Nun ja, es ist jedenfalls schön, die Arche Passero wieder mit der Nexus vereint zu sehen. Ich muss allerdings fragen, was es uns gebracht hat, den Archon Dea zu provozieren. Er hatte eine Karte mit der Position von Meridian. Die haben wir jetzt und ein kurzes Zeitfenster, um dorthin zu kommen. Es ist das Kontrollzentrum des Terraforming-Netzwerks. Wenn wir es aktivieren, sind all unsere Probleme gelöst. Woher wissen Sie das? Es ist eine fremde Technologie. Das Gewölbe auf Aya weist auf Meridian als Schlüssel hin. Ich schätze, was Sie für unsere Einsatzteams getan haben, aber für einen Krieg gegen die Cat sind wir zu schwach. Sie werden Meridian mit allem verteidigen, was Sie haben. Es kann funktionieren. Der Kampf ist sowieso unvermeidlich. Geben wir mal ein bisschen mehr Optimismus in die Stimmung hier rein. Es gibt einen Weg, sie zu besiegen. Der Archon weiß nicht, wie man Meridian aktiviert. Er kann die Technologie nicht kontrollieren. Ich kann es. Die Gewölbe vielleicht. Wir wissen nicht, ob Meridian genauso funktioniert. Und wenn wir die Cat angreifen und sie falsch liegen... Außerdem ist dann noch die Sache mit ihrem Sam. Wir sind das Risiko eingegangen, eine KI mit einzubeziehen. Offen gesagt fühle ich mich aber unwohl dabei, wie sehr sie inzwischen einbezogen ist. Ich mag sie, Ryder. Wirklich. Aber ich kann ihren Plan nicht unterstützen. Ich schon. Genau wie ich. Ich stimme zu. Ryder verdient die Chance, es zu versuchen. Ich begrüße Ihre Geschlossenheit, aber Sie unterstehen mir. Ich hoffe, das ist Ihnen bewusst. Fühlen Sie sich bedroht? Was ist los, Ten? Angst, jemand könnte Sie in den Schatten stellen? Wir sind nicht die Pathfinder-Initiative. Die Befehlskette besteht nicht ohne Grund. Das wäre dann alles. Schade. Ich hätte es wissen müssen. Und ich habe nicht mal einen Plan B. Es gibt vielleicht einen Weg. Verzeihung, Pathfinder. Ich habe eine dringende Nachricht für Sie. Ihr Bruder ist aufgewacht. Was? Gehen Sie. Wir unterhalten uns später. Im Tech-Labor. Okay, ich dachte, jetzt geht's mal richtig schön zur Sache und jetzt wird's wieder so eine Quatsch- und Zuhörquest, ne? Scott, da bist du ja. Lass dich mal knuddeln. Hast du jetzt endlich genug geschlafen? Ich dachte, es sei Samstag, dann Sonntag und dann muss der Wecker kaputt gegangen sein. Ja, ich hab dich vermisst, sagen wir es mal so. Ich kenne dich zwar gar nicht, aber ich hab dich vermisst. Glaub mir, du hast mir echt gefehlt. Der Typ, der da gerade stand, hatte dasselbe Gesicht wie Jill. Zeiten zu überstehen. Tut mir leid, dass ich bei Dads Tod nicht da war. Du hättest nichts tun können. Ich wusste nicht mal, ob ich es dir erzählen soll. Gut, dass du es gemacht hast. So hast du mir den Schock beim Aufwachen erspart. Er wird mir fehlen. Aber er würde jetzt sagen, wir sollen gefälligst nach vorne schauen. Ja, und es gibt einiges zu tun. Richtig. Du bist ja jetzt die ehrenwerte Madame Pathfinder. Oh, bitte. So ist das nicht. Ich hol meine Ausrüstung, dann... Langsam. Sie sind keinesfalls diensttauglich, Sir. Sie müssen sich erholen. Ach ja, sag wer. Der Pathfinder? Jawohl, ja. Der Pathfinder. Ruh dich erstmal aus. Das ist ein Befehl, Specialist Ryder. Oh, die Hierarchiekarte. Du solltest hoffen, dass ich keinem von dem Jahr erzähle, in dem du nur Brei essen wolltest. Wie alt warst du da? 6? Sie können gerne noch bleiben. Aber keinen Arm drücken. Ryder, hier Pathfinder Riggs. Wir hätten da ein paar Ideen wegen Meridian. Kommen Sie so schnell wie möglich ins Tech-Labor. Mach ich. Das heißt, wir sind jetzt gerade eben mit unserem Schulbus hier durch die Gegend gefahren, um jetzt wieder mit dem Schulbus durch die Gegend zu fahren. Entschuldigung, horizontaler Aufzug. Aka Shuttle. wir müssen nach oben, ne? Ja, wir müssen nach oben. Na komm.
Okay, waren wir da schon mal? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oh, Ryder, wir haben mit Dr. Aridana und ihrem Team darüber nachgedacht, wie sie nach Meridian kommen könnten. Wir denken, wir haben eine Lösung gefunden. Warum ist der Kaffeebecher da gerade umgefallen? Das sind Pläne für eine neue Technologie, die wir Ghost Storm nennen. Sobald sie sich Meridian nähern, können unsere Schiffe die Signatur der Tempest nachahmen. Die Cat werden nicht wissen, welche die echte ist. Ihre Sensoren werden verrückt spielen und wir können ihre Schiffe weglocken. Das könnte ihnen ein wenig Zeit verschaffen. Mehr brauche ich nicht. Und wenn es nicht funktioniert? Wurde es getestet? Was, wenn es nicht funktioniert? Sie sind doch clever. Ich bin mir sicher, Ihnen wird schon etwas einfallen. Wir handeln gegen die Initiative und sind auf uns allein gestellt. Das haben Sie nicht gehört. Was gehört? Wir sind schon den ganzen Tag damit beschäftigt, Gamma-Diagramme auszuwerten. So ist das nun mal als Pathfinder. Risiken sind Teil des Jobs. Nur, dass wir nicht bezahlt werden. Gut, legen wir los. Ja, Bezahlung ist immer scheiße. Jobs, für den wir nicht bezahlt werden. Nach dem hier ganz sicher nicht. Als erstes müssen Sie die Ghost Storm-Technologie erforschen. Anschließend treffen wir uns bei Meridian. Viel Glück. Alles klar. Ghost Storm-Technologie in Tempest integrieren, um anderen Pathfindern zu helfen. Aber unsere Kartierung. Okay. Wie machen wir das? Dann müssen wir da eigentlich nur unserem Jill wahrscheinlich einen Bauplan in die Hände drücken und der macht hat. Oder wie? Oder wo? Oder was? Da. Moment, ich möchte noch was gucken. Ob es da noch irgendwas zu kaufen gibt. Guten Morgen. Oder haben Fahrzeughändler? Wir Hallo. Was hast du denn da für Nomad Mods? Okay, da fahrt er nichts mehr. Lackierung. Finde ich beide nicht toll. In Aralien hat der auch nichts. Gemischtwarenhändler. Schön, Sie wiederzusehen. War ich schon mal hier? Mineralien, Platin, Titan, Fluorid, Iridium, Uran. Das geht ja sogar. Zurück. Verbesserung. Doppelmod-Erweiterung, hä? Diese Verbesserung gehört dem Typ Modplätze an. Sie können während der Entwicklungsvorgangs eine solche Verbesserung auf die Schusswaffe einwerfen. Die kaufen wir definitiv. Einzelschuss-Feuersystem, was bringt das? Sie können während der Entwicklung. Okay. Medigil-Regulator. Newton'scher Multiplikator, mein Gott. Newton. Newton'scher, Gott. Das klingt komisch. Verleiht einen Bonus auf einen oder mehrere Werte. Wenn es in der Entwicklungsgruppe ist, okay. Salvesystem, Schildgenerator. Schildgeneration. Den nehmen wir mal mit. Was ist das hier? Schildleistung, den definitiv auch. Tech-Schadensmodul, was bringt das? Vielleicht Bonus auf ein oder mehrere Werte, wenn bei der Entwicklung. Okay. Kaufen wir schon mal definitiv. Die nehmen wir auch noch mit. Was ist das eigentlich in den Fahrzeughändler einkaufen? Was soll eigentlich hier der Unterschied? Cobra-Rakete. Was? Okay.
Macht es eigentlich einen Sinn, dass da einmal der Charakter steht oder einmal so ein Automat? Das ist irgendwie so ein bisschen doppelgemoppelt. Panzerungshändler. Nice. Was hast du? Waffenhändler. Hey. Mhm. Verbesserung hat er gar nichts, okay. Und du? Hey. Hat der auch nichts. Okay. Entschuldigung. Jupp, ich weiß, wie ich heiße, danke. Rückkehr zur Tempest. Jawohl, ja. Was passiert eigentlich? Ah, okay. Wenn ich Escape drücke, passiert einfach mal nichts. Ich dachte mir, ich nutze die Startsequenz einfach mal dafür aus, um mal Skillpunkte zu verteilen. mit wem muss ich jetzt reden? Nee, jetzt nicht, oder? Ach, was soll's. Ah, da sind Sie ja. Ich wollte Sie etwas fragen. Als Sie die Salarianische Arche gefunden haben, war da irgendetwas merkwürdig? Einfach nicht so, wie es sein sollte? Ich war damals ziemlich beschäftigt. Ja, alles. Sie meinen, abgesehen von dem aufgestiegenen Krogana, den Artefakten und einem Stich in den Nacken? Wieso fragen Sie? Weil wir vor ein paar Stunden das hier erhalten haben. Hallo Ryder. Ich glaube nicht, dass die Kaperung der Salarianischen Arche ein Zufall war. Wenn Sie mehr wissen wollen, treffen wir uns bei diesen Koordinaten. Das ist alles. Denken Sie, das Ganze könnte einfach nur ein schlechter Scherz sein? Wir sollten die Sache ernst nehmen. Wenn ich so darüber nachdenke, erscheint es mir schon ziemlich unwahrscheinlich, dass eine Cat-Armada einfach so über die Salarianische Arche stolpert. Zufälle passieren, aber wenn man es so betrachtet... Ich gebe die Koordinaten für dieses Treffen in den Navigationscomputer ein. Es kann vermutlich nicht schaden, der Sache nachzugehen. Das ist wahr. Wahrheit und Übernahme. Okay, auf Haval. Liam hat erwähnt, dass er einen Filmabend plant. So ist es. Er verschiebt ihn, weil es ihm nach dem Anblick dieser Aufstiegseinrichtung einfach nicht richtig erschien. Wir haben also noch ein bisschen Zeit und ich hätte da eine Idee. Zu einem Film braucht man doch auch Snacks, oder? Ich habe ein angaranisches Rezept für Häppchen gefunden, die aus einer in Helios heimischen Pflanze zubereitet werden. Sie ist allerdings selten und... Sie wollen, dass ich danach suche. Oh, das wäre wirklich süß von Ihnen. Ich würde den anderen so gerne eine Freude machen. Okay. Irgendwas von Pibi? Hey, haben Sie kurz Zeit? Klar. Okay, die hat nichts Danke Neues. Danke für das Gespräch. Wir unterhalten uns ein andermal weiter. Darauf können Sie wetten. Was ist mit dir, Pock? Kann ich mit dir reden? Okay, eher nicht so. So ähnlich reagiert ein Bankkonto auf Kontostandsabrufe. Die Ghoststorm-Technologie ist jetzt vollständig erforscht. Okay. Ryder. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Also irgendwie... Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Crew-Meeting einberufen. Dann machen wir das doch. Die Anführer der Nexus halten unsere Suche nach Meridian für Zeitverschwendung, aber wir wissen, dass sie sich irren. Die Aktivierung der Gewölbe reicht nicht. Wir brauchen noch das Herzstück. Nur um das klarzustellen, Sie widersetzen sich einem direkten Befehl? Nicht nur ich. Ich doch nicht. Wir. Wir werden uns Ihnen widersetzen. Haha, das ist die richtige Einstellung. Und die Cat? Da kommt die Ghoststorm-Technologie ins Spiel. Ist doch so, oder, Hager? Ja, unsere gefälschten Signale sollten einige Cat von Ihnen ablenken. Zwar nicht alle, aber doch auf jeden Fall genug. Die Tempest ist klein und schnell. Ich brauche keine große Lücke. Wir setzen sie ab und sind wieder weg, bevor es die Cat mitkriegen. Auf Meridian erledigt ein kleines Team den Rest. Wir müssen schnell sein und die Geheimnisse ergründen.
Direkt hinter feindlichen Linien. Guter Zeitpunkt, um ihre Anzahl und Verteidigung abzuschätzen. Bei dem Rückweg werden wir genauso wie bei dem Hinweg vorgehen. Wenn wir mit Informationen über Meridian zurückkommen, wird die Nexo schon zuhören. Das klingt doch nach einem soliden Plan-Team. Hager, sind Sie bereit? Wir können jederzeit anfangen, Pathfinder. Alles klar, Leute, es ist soweit. Legen wir los. Da endlich Action. Wuhu! Vielleicht befolgen Sie mal das Uniformprotokoll, Liam. Abschnitt Oberbekleidung. Das ist ein Halt, Moment, wir können ja noch, ja, mach auf hier. Wieso? Geben Sie bei unserem nächsten Besuch auf Kadara einen aus? Machen Sie Witze? Ne, wir haben immer noch keine Sie Punkte. Sie sollten mal meine unbezahlten Rechnungen dort sehen. Einsatzteam-Mission, da können wir aber noch was machen, ne? Nachbesprechung. Jawohl. Hey, alle geschafft. Klingt doch gut. Belohnung. Alle abholen, bitte. Pannenhilfe. Schicken wir mal 86 dahin. Informationen sammeln. 78 muss jetzt gut genug sein. 92, 84 muss auch lang. Anlage untersuchen, 50. Naja, das ist mir zu wenig. Dann machen wir doch lieber die hier. Kein Platz für Fehler. Bestechungsversuch, Relikte. Ablauf in benötigte Zeit 1 Stunde 30, 1 Stunde 40. Was soll's. Gut, dann sind die auch wieder alle am Start. So, wo dürfen wir denn jetzt hin? Wie soll ich denn das System aussprechen? Zivki? Wenn die Informationen des Archons stimmen, ist das hier das System. Meridian müsste hier irgendwo sein. Okay. Ich würde mal sagen, wir fangen wieder von außen nach innen an, damit wir das System wenigstens schon mal abscannen, wenn wir schon mal hier sind. Anomalie geortet. Okay. Wahrscheinlich ein Berg oder sowas. Sonde unterwegs. Anomalie gefunden. Eisdecke. Wow. Okay, den haben wir. Danach ist es er hier. Ne, hier gibt's nichts. Rakaelmo? Gott. Wir brauchen mehr Vokale in den Worten, damit sie noch schwieriger sind auszusprechen. Wobei, man könnte auch den polnischen Weg gehen und einfach mal sämtliche Vokale weglassen. Ich empfange etwas. Sonde unterwegs. Was hat jetzt ein See? Orte ein großes Mineralienvorkommen. Nö, einfach nur Eisen, okay. Tja, einen haben wir noch. Etwas. Satelliten wahrscheinlich. Sonde gestartet. Satellit entdeckt.
Hä? Den wollte ich doch noch scannen hier, verdammte Axt. 60 Milchstraßen-Forschungspunkte. Wuhu. Ist hier noch irgendwo eine Anomalie? Nein. Gut, dann können wir weiter auf Kitastasira. Whatever. Das ist es. Das ist Meridian. Oder Kitasira, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation. Sieht ein bisschen aus wie ein Schiff, ja. Also wie ein Reliktschiff. Ausstiegszone, Missionsbestätigung. Ja, bitte. Haben wir die richtigen dabei? Drake und Vetra? Jawohl, Auswahl bestätigen. Ich aktiviere Ghost Storm. Auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt. Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Hager, es funktioniert. Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm. Vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Wir haben noch Raumanzüge. Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Ein vertretbares Risiko. Ich kann hervorragend fallen. Ja, das klingt besser. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Ja, ich habe von Ihrem freien Fall auf Habitat 7 gehört. Liam meinte, Sie hätten die ganze Zeit geschrien. Könnten Sie das diesmal sein lassen? Das ist nämlich peinlich. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Die Schilde werden halten. Seien Sie einfach vorsichtig. Die Schilde werden halten. Die Tempest kann ein paar Treffer wegstecken. Ja, ein paar. Wie wär's mit Helm, wenn er jetzt ins All springt? Okay. Wow. Okay, machen wir nicht so helles Geflacker hier, ja? Danke. Geht's allen gut? Alles in Ordnung, denke ich. Wir müssen das Gebiet auskundschaften und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Es gibt hier in der Nähe einige aktive Leitungen. Ihr Scanner müsste sie orten können. Hat er schon. Es regnet. Wie kann das sein? Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Okay. Sollte doch aktiv sein. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Okay. Wir gehen einfach nach da unten weg. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Okay. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Vergessen wir die Aufklärung. Lassen Sie uns Meridian einfach aktivieren. Das wird den Cat nicht gefallen. Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist, aber... Durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Der ist wo?
Auf jeden Fall, als die hier gerade standen, hat es weiterhin auf deren Rüstung geregnet, obwohl sie überdacht, also überdacht standen. Wow. Jetzt fühle ich mich richtig klein. Oh. Dann hoffen wir mal, dass das Reinigungsfeld mal alle Kette hier raus putzt. Pathfinder, und nicht uns. Ich empfange Funkinterferenzen. Ein Kettsignal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Kita Sera wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Wir stehen. Keine Sorge, Kleine. Wir lassen nicht zu, dass die sie kriegen. Hier stehen ja schon überall Cat-Klamotten. So. Cat über uns! Wir sind völlig ungeschützt! Na, völlig nicht, aber. So, Kopfschuss. Was mit dir? Du willst es doch auch. Ich mag den kleinen Tech. Also das kleine Geschütz hier. Wie heißt das Ding? Angriffsgeschütz. Wie lange haben die Cat hier wohl gehaust? Lange genug, schätze ich. Ja. Scheiße! Da kommt noch mehr! Yay, super! Wieder ein Gesalbter. Also, ja, super. Und ein Beobachter. Guck, guck. Was, wie, wo? Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Achso, das ist generell eine Wegaufspaltung nach links und nach rechts, verstehe. Hä? Achso. Da gerade schon was hier explodiert, aber das war wieder nur so ein. Nennen wir es mal ein Reliktfass. Merkwürdige Werte von diesem Ding. Seien Sie vorsichtig. Durch den Regen ist es hier ziemlich glatt. Ja, es ist die Geißel, aber das sagen wir so, als würde sie von diesem Kettschiff ausgehen. Das muss ein gewaltiger Kampf gewesen sein. Ich registriere ein hohes Maß an Geißelenergie. Seien Sie vorsichtig. Die Relikte haben die Cat ganz schön platt gemacht. Gut. Nee, ich will da nicht runterfallen. Guck mal, da liegt noch einer. Ja. Ich habe euch doch gerade genau gesehen. Ah, nehmen wir die. Hey, mittlerweile können wir die ja. Schießt da hin. Okay. Reliktsignal geortet. Es könnte einen benutzbaren Netzwerkknoten in der Nähe geben. Ja, in der Tat. Also mittlerweile fange ich ja an, meine Begleiter zu mögen. Die machen immer sowas wie Schaden. Hi. Gar nicht gesehen, dass du da bist.
Ich bin echt gespannt, wie die Knarre ist, wenn wir die mal auf die nächste Stufe bringen. Ach, noch einer, okay. Achso, der ist mir, lol. Das war Pock. Ich habe mich als Pock identifiziert. Ist auch Pock? Wirklich. So, wir müssen offenbar da runter. Sieht aus wie irgendwas, was eine Bombe hinterlassen hat. Pathfinder. Okay, wir dürfen nicht ins Wasser. Die Geißel in ganz Helios durch die Energiewellen aus diesen Kratern gespeist. Was auch immer hier passiert ist, war also verantwortlich für den Ausbruch der Geißel im gesamten. Darf ich offenbar nicht so nah ran? Ich dachte, ich dürfte sie nicht berühren, aber okay. So, wir sind hier jetzt. Halt, da können wir ja noch was mitnehmen. Gut, das haben wir auch. Munition hatten wir auch eingesammelt, wenn ich mich nicht ver... Seien Sie vorsichtig. Durch den Regen ist es hier ziemlich glatt. Da habe ich gerade gemerkt. Okay. Ich empfange merkwürdige Werte von diesem Ding. Sam, was denkst du? Ich erfasse heftige Wirbel aus Geißelenergie. Komisch. Hier kann ich durch die Geißel durchlaufen. Registriere ein hohes Maß an Geißel-Energie. So. Seien Sie vorsichtig. Okay, Entschuldigung, aber eigentlich hatte ich schon auf Zurücklaufen getippt, aber irgendwie wollte sie nicht mehr. Sie wollte einfach nur sterben. Halt, falsche Richtung. Da wollen wir hin. War in dem Sinne ja nicht so wichtig, was wir da eingesammelt hatten. Empfange merkwürdige Werte von diesem Ding. Merkwürdige Werte ist natürlich auch immer sehr aussagekräftig. Die Cat müssen diesen Ort meiden. Ich registriere ein hohes Maß an. Die Delikte haben die Cat ganz schön platt gemacht. Jo, und ich stelle gerade fest, ich überziehe die Folge hier bereits. Okay. Okay. Ach, so ist das. Eigentlich die falsche Knarre, aber... ist okay. Wir können auch mit der falschen Knarre Krawall machen. Was bist du? Du musst einfach nur bummen. Okay, der Abstieg, der war nicht gewollt. Diese verfluchten Tentakeldinger, die tauchen immer im ungünstigsten Moment auf. Sag ich doch. Aber es beruhigt mich ja, dass Vetra unseren Pock dann mit quasi auch so indirekt. Okay. Was bin ich denn jetzt hier gerade getreten? Komisch. Naja, wie auch immer, das war Mass Effect Andromeda für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und, denkt dran, Like, Share, Subscribe, hilft mir weiter. Bis dann, euer Wolf von Kabit. Ciao, ciao.